Was passiert eigentlich, wenn deine Beat-Lizenz mit nur 10.000 Streams ausläuft? Wie verfährst du dann am besten? Was sind Dinge, die man beachten muss? Und welche Strafe droht dir im schlimmsten Fall? Das erfährst du in diesem Video nach dem Intro. Hallo und herzlich willkommen auf beatmaking.de. Mein Name ist PDH Beats, ich produziere seit über 10 Jahren Beats und habe schon einiges an Erfahrung sammeln können und deswegen mache ich in diesem Video für dich ein paar Informationen kompakt zu dem Thema Beat-Lizenzen. Dieses Video hier ist mehr oder weniger entstanden dadurch, dass mein guter Kollege Kilian, checkt auf jeden Fall seinen Kanal und sein Video ab, ich packe es euch mal unten in die Videobeschreibung, ein Video gemacht hat, in dem er über die Beat-Lizenzen gesprochen hat und was alles passieren kann. Grundsätzlich gibt es erstmal zu sagen, es gibt verschiedene Modelle von Beat-Lizenzen. In Deutschland unterscheidet man grundsätzlich in das einfache Nutzungsrecht und das ausschließliche Nutzungsrecht laut Urheberrechtsgesetz. Das einfache Nutzungsrecht wäre in dem Fall eine klassische Leasing-Lizenz, wie sie bei den meisten Anbietern wie BeatStars zum Beispiel findet. Das ist halt einfach eine Lizenz, die auf eine gewisse Dauer oder auf gewisse Einschränkungen beschränkt ist, also zum Beispiel 10.000 Streams oder nur ein YouTube-Video oder was auch immer und so weiter und so fort. Das andere ist das ausschließliche Nutzungsrecht, was einem Exclusive gleichzusetzen ist. Das bedeutet also, dass du ganz alleine diesen Beat benutzen kannst und niemand anderes sonst. Das Urheberrecht an sich ist nicht übertragbar laut dem deutschen Gesetz. Das bedeutet also, dass der Beatproduzent dir lediglich ein ausschließliches Nutzungsrecht erteilen kann. Soviel erstmal grundsätzlich zu den Lizenzen. Was nun aber, wenn du ein einfaches Nutzungsrecht erworben hast und das zum Beispiel beinhaltet, dass du 10.000 Audio-Streams auf Plattformen wie Amazon, Spotify, iTunes und Co. damit erzielen darfst und du plötzlich aber merkst, ich bin kurz davor drüber zu kommen oder du bist vielleicht schon drüber. Falls du merkst, deine Beat-Lizenz läuft aus, du hast mehr Streams erzielt, als deine Lizenz beinhaltet, dann schreib dem Produzenten einfach ganz freundlich. Und wenn du leichter drüber bist und dich von alleine dem Produzenten meldest, dann wird auch keiner kommen und sagen, oh nee, geht nicht, verklag dich, das wird nicht passieren. Hab da keine Angst. Melde dich einfach bei dem Produzenten. In den meisten Fällen kriegst du sogar noch einen Rabatt bei einem Upgrade auf die nächst höhere Lizenz, weil das ist das, was du tun müsstest, in dem Fall auf die nächst höhere Lizenz upzugraden. In meinem Fall kannst du natürlich auch auf die direkt höchste Lizenz upgraden. Das ist ein WAV-Trackout mit Unlimited-Rechten. Da kannst du das Ganze so oft benutzen, wie du willst. Das haben auch sehr, sehr viele andere Produzenten im Angebot. Manche verkaufen ihre Leasing-Beats auch als Exclusive-Beats und wenn dann deine Leasing-Lizenz ausgelaufen ist und der Beat exklusiv verkauft wurde, dann hast du da natürlich nicht mehr so viele Möglichkeiten und der Beat ist weg. Dann musst du den Song leider offline nehmen. Ansonsten kannst du natürlich auf die nächst höhere Lizenz upgraden, erhältst bei den meisten Produzenten sogar noch einen Rabatt und kannst deinen Song weiterhin online lassen. Wenn du deinen Song aber online lässt und wie gesagt nicht die Lizenz erweiterst und der Produzent, wie das mir zum Beispiel passiert ist, bei dem Rapper Lil Co., keine Shoutouts an dieser Stelle, und ich habe gemerkt, hey, der hat ja einen Song, der hat 200.000 Streams und er hat nur die Lizenz für 20 Euro gekauft, die ihn zu 10.000 Streams berechtigt hat. Das ist natürlich eine ganz andere Sache. In dem Fall kann man einen Anwalt einschalten und nicht nur den Künstler dazu zwingen, seine Aufnahme aus den Stores rauszunehmen, sondern gleichzeitig auch noch einen Schadensersatz verlangen. Wie hoch ist der Schadensersatz? Der Schadensersatz rechnet sich daran, wie viel der Künstler, sag ich mal, damit verdient hat, beziehungsweise der Schadensersatz richtet sich danach, wie viel Schaden dem Produzenten letztendlich entstanden ist dadurch, plus Zinsen und so weiter und so fort. Das ist in den meisten Fällen wahrscheinlich keine unheimlich hohe Summe, die dabei zustande kommt. Worauf du aber definitiv achten solltest, sind, wie bereits angesprochen, die Anwaltskosten, die nochmal hinzukommen. Denn der jemand, der in diesem Gerichtsprozess verliert, muss die Anwaltskosten auch des jeweils anderen tragen, also die gesamten Prozesskosten. Und diese können dann halt mal schnell in die mehreren Tausenden steigen. In den meisten Fällen kann man sich natürlich außergerichtlich einigen und das ist definitiv auch ratsam, wenn du irgendwie so einen Verstoß hast und du denkst dir so, oh Backe, der Produzent hat es mitbekommen, weil ich es nicht gemeldet habe und jetzt droht er mir, dann versuch einfach auf die andere Person zuzugehen. Als letztes erzähle ich dir noch ein kleines Beispiel, was mir persönlich passiert ist. Und zwar der Rapper Lil Co., weiß ich nicht, ob du ihn kennst, schau einfach mal nach bei YouTube, ist so ein kleiner Lilano-Klon, 13, 14 Jahre.
hat einen meiner Beats benutzt in einem seiner Top 5 Songs bei Spotify. Den Beat hat er im Juni gekauft und die Lizenz berechtigte ihn zu 10.000 Streams und zudem beinhaltete die Lizenz, mich namentlich zu nennen. Auf YouTube hat Lil Kuh dies nicht getan, fand ich schon mal richtig uncool. Dann bin ich auf sein Spotify gegangen und habe gesehen, er hat über 200.000 Streams mit meinem Beat gemacht. Und ich finde, wir als Beatproduzenten haben einen sehr, sehr, sehr großen Anteil daran, dass die Songs am Ende erfolgreich sind. Der Beat ist 50% des fertigen Songs, wenn man es so will. Dann war ich ehrlich gesagt ein bisschen enttäuscht, nachdem ich herausgefunden habe, dass seine 10.000 Streams schon lange abgelaufen sind und er sich nicht von alleine gemeldet hat. Daraufhin habe ich ihn bei Instagram angeschrieben und habe ihn dazu aufgefordert, mir seine Einnahmen offenzulegen und dann werde ich von weiteren rechtlichen Konsequenzen absehen. Er musste den Beat auch sofort offline nehmen. Wie du jetzt weißt, hätte ich natürlich auch andere rechtliche Schritte einleiten können. Davon habe ich abgesehen und dafür habe ich Lilko versprochen, mache ich dieses Video hier. Also wenn du das siehst, Lilko, Grüße gehen raus an der Stelle. Schreib doch gerne mal einen netten Kommentar. Würde mich freuen. Richtig unkorrekte Aktion auf jeden Fall. 200.000 Audio-Streams hat also der gute Lilko mit meinem Beat erzielt. Das sind, wenn ihr mal so ungefähr die Richtwerte von Google nimmt, $3,50 pro 1.000 Streams bei Spotify und ich finde, das haut auch schon ganz gut hin. Und da sind noch nicht alle anderen Streaming-Anbieter mit einbezogen. Das ist nur Spotify, die Zahlen, die ich offensichtlich erkennen konnte. Wenn du dir das mal ausrechnest, $3,50 mal 200, dann weißt du, wie viel Lilko damit verdient hat. Ich habe also Lilko angeschrieben und habe ihn gefragt, hey, sag mal hier, wie sieht's aus? Das geht auf jeden Fall nicht klar. Kauf doch einfach die nächst höhere Lizenz. Das war einfach mein freundlicher Appell an ihn, meine freundliche Aufforderung, einfach die nächst höhere Lizenz zu kaufen, dann wäre alles okay gewesen. Frecherweise schrieb er mir aber zurück, yo Bro, ich habe nicht so viel Geld, das ist alles so teuer, dieses ganze Rap-Video machen und so. Und Lilko flext auf seinem Instagram, könnt ihr selber mal abchecken, mit irgendwelchen teuren Markenklamotten und er scheint auch aus keinem schlechten Elternhaus zu kommen. Das heißt also so eine Unlimited-Lizenz für $200 in dem Fall, beziehungsweise Euro zu kaufen, wäre absolut kein Problem gewesen und er hätte so viel Geld damit verdienen können, auch in Zukunft weiterhin passiv, wie er hätte gewollt, ohne mir einen Cent dafür abgeben zu müssen. Und das finde ich dann schon irgendwie ziemlich dreist, wenn man 200.000 Audio-Streams tatsächlich mit einem Song erzielt, keinen einzigen Cent an den Producer abgibt, was er auch nicht musste, so ja, davon mal ganz abgesehen, aber dann nicht mal auf die nächsthöhere Lizenz upgradet, obwohl dem Producer auch 50% des Erfolgs zu verdanken ist. Das fand ich auf jeden Fall ziemlich, ziemlich frech, dass er mir dann darauf geantwortet hat, dass er kein Geld hat und einen Rabatt will. Da ein ganz einfaches Beispiel, was ich auch dem lieben Lilko gesagt habe, und zwar, wenn du in eine Bahn einsteigst und dir ein Kurzstreckenticket kaufst für 3 Stationen und nach 5 Stationen der Kontrolleur einsteigt und dir sagt, du hast nur ein Kurzstreckenticket und du fährst aber gerade eine Langstrecke und du den Kontrolleur fragst, ob du nicht einfach für 50 Cent weniger das Upgrade kaufen kannst, dann wird dir der Kontrolleur einen Vogel zeigen und du musst trotzdem die 60 Euro Strafe zahlen. Und so ungefähr ist das halt auch bei Beat-Lizenzen, musst du dir vorstellen. Mach dir keine Sorgen, du wirst nicht sofort verklagt. Ja, auch Beat-Produzenten sind meistens nur arme Künstler, die ihr Geld verdienen wollen, die ihr Hack haben wollen, die sich nach oben arbeiten wollen. Die sollte man dementsprechend auch fair behandeln, sonst hat man irgendwann keine mehr an seiner Seite, die einen da unterstützen und die sind wirklich auch mit Teil der Musik und das ist halt ganz, ganz wichtig und mir persönlich ist das eine Herzensangelegenheit. Deshalb auch dieses Video. Wenn du noch irgendwelche Fragen hast, wenn irgendetwas unklar ist, schreib mir gerne einen Kommentar. Würde mich auch freuen, wenn du bei Kilian vorbeischaust und dieses Video positiv bewertest, wenn es dir gefallen hat. Wenn du Bock hast, noch mehr dieser Videos zu sehen, dann abonniere gerne diesen Kanal und ich hoffe, dass wir uns auch beim nächsten Mal wiedersehen auf beatmaking.de. Schau auch gerne mal auf meiner Website vorbei, da packe ich dir alles, was ich hier so erzähle, meistens auch nochmal in Schriftform in unseren Blog. Im Newsletter findest du 3 kostenlose Beats zur kommerziellen Verwendung, dafür will ich keinen Cent haben. Also wenn du auf der Suche bist nach Beats, wirklich keinen einzigen Cent hast und dich gerne als Rapper weiterentwickeln möchtest, dann guck doch einfach mal im Newsletter in den 3 Beats vorbei, komplett umsonst, du darfst sie benutzen und so viel Geld damit verdienen, wie du willst, als kleines Geschenk an die Community zurück. Dann hoffe ich, es hat dir gefallen. Schau nochmal, hier findest du nochmal ein anderes Video von meinem Kanal und hier auf der anderen Seite findest du meine Beat-Playlist.
In der Mitte kannst du abonnieren. Mach's gut. Bis bald. Und ich hoffe, wir sehen uns.